Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Schild. Es wird endlich Zeit, zu Sanya zu gehen und ihr von unseren Spurensuchen zu berichten, die wir natürlich alle auf 100% haben, weil wir total fleißig sind. Die waren aber auch echt angenehm zu sammeln. Also es gab sehr viele und wir hatten die 100% eigentlich immer richtig gut vollbekommen. So, und dann schauen wir mal. Das wird jetzt sehr spannend. Na, wie läuft die Jagd nach Anhaltspunkten, Motte? Ja, Bericht erstatten. Dann schauen wir mal, was du bisher zusammengetragen hast. Du hast 100% der Anhaltspunkte zum Eisenkern-Pokémon gefunden. Du hast 100% der Anhaltspunkte zum Felsenhöhlen-Pokémon gefunden. Und du hast 100% der Anhaltspunkte zum Wiesen-Pokémon gefunden. Klasse, du hast 100% der Anhaltspunkte zum Eisenkern-Pokémon aufgetrieben. Und genau dasselbe sagt sie jetzt dreimal. Damit sollten wir exakt bestimmen können, wo sich diese Pokémon aufhalten. Ich muss bloß die Daten in diesem Pokémon-Detektor eingeben und die Suche nach Lebenszeichen läuft. Aha, das Habitat der gesuchten Pokémon wurde ermittelt. Das Eisenkern-Pokémon befindet sich am Schollenmeer. Das Felsenhöhlen-Pokémon befindet sich in der Ballseehöhle. Das Wiesen-Pokémon befindet sich am Bett des Giganten. Wie es aussieht, könnte unsere Suche nach legendären Pokémon schon bald von Erfolg gekrönt sein. Viel Glück, Motte! Yay, kriege ich das irgendwie auf meiner Karte angezeigt? Das wäre voll toll. Wahrscheinlich, aber wieder nicht. Habt ihr euch das alles schön brav gemerkt? Ja. Okay, das ist die Ballseehöhle. Das ist, ja, okay, ich weiß, wo die ist. Da kommen wir von hier super hin dann wahrscheinlich, ne? Nee, gar nicht. Das war die rauschenden Höhlen. Ah, ich bin verwirrt. Aber da kommen wir über das Meer. Das ist okay. Das ist okay, das kriegen wir hin. Das andere war Bett des Giganten. Da können wir hin. Und Schollenmeer müsste hier... Genau, alles klar. Gut, das kriegen wir hin. Wir gehen erstmal zum Bett des Giganten und gucken uns da um. Ich weiß jetzt nicht, woran wir das ausmachen. Ob wir das irgendwie sehen? Keine Ahnung. Wir können jetzt einfach wieder nur hingehen und uns überraschen lassen. Ich laufe jetzt hier einfach rum. Und weiß nicht, wonach ich gucken muss. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, dass es gerade hier schneit, ehrlich gesagt. So, du bist es auf jeden Fall nicht. Ich habe mir schon. Wir müssen jetzt halt gucken. Jetzt, sobald wir das Gebiet wechseln, muss ich halt umdrehen. Das wäre... Ich weiß nicht mal... Ist das hier das Wiesen-Pokémon? Ich habe kein Frostfeld. Okay, dann müssen wir wieder zurück. So. Bis wohin erstreckt sich das? Das ist halt schwierig jetzt, ne? Ich hatte gehofft, dass wir irgendwie eine Cutscene bekommen, wenn wir jetzt da angekommen sind. Ach, du bist so hässlich. Sorry. Das musste sein. Das Ding sieht ein bisschen aus wie Nemesis aus Resi. Man sieht halt auch nichts, ne? Wenn da jetzt irgendwo ein legendäres Pokémon drin ist, habe ich keine Ahnung. Oh, ich Schlapfell, du bist so super. Ich bekomme aber auch keine... Du bist das. Bist du das? Du siehst cool aus. Und... Nee. Oh, keine Ahnung. Du siehst trotzdem cool aus. Ich hätte dich gern. Das fangen wir jetzt. Habe ich ja auch noch nie gesehen. Ist mein Flottball. Da. Gut, dass wir da auch noch so viele haben. Oh, schade. Au. Frech. Okay, da müssen wir jetzt eigentlich nur echt tapfer sein und warten im schlimmsten Fall. Mach mal einen Energieball. Das wird ja auch nicht wehtun, großartig. Das war sogar ein Volltreffer. Ja, das reicht mir. Das reicht mir. Das ist fein. So, machen wir weiter.
Gut, dass die halt nicht wehtut. Wir müssen trotzdem heilen gleich mal. Jetzt brauche ich hier echt immer super lange, um Pokémon zu fangen. Das ist ganz schrecklich. Wir heilen kurz, weil ich mich dann ein bisschen sicherer fühle. Das tut halt weh, hör auf damit! Ja, ich werde jetzt die Runden abwarten. Wo ist mein Hyperball? Da. Warten jetzt, bis es weit genug runter ist und hoffen dann, dass es lang genug überlebt. Ne? Au! Warum tust du das? Das ist voll frech. Ach, die Hagelkörner sind gemein. Die machen mir zu schaffen. Heilen ist angesagt. Heilen ist ganz dringend angesagt. Oh ja. Oh ja. Noch einmal, bitte. Ich hoffe, wir überleben. Oder das Pokémon überlebt zu lang. Na, Klinge. Kann ich es nicht irgendwie heilen selber? Was passiert, wenn ich es nicht fange? Was passiert, wenn ich es nicht fange, bevor es stirbt? Ich meine, wir können das dann sicher nochmal versuchen. Oder habe ich jetzt gespeichert gehabt? Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Oh! Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Einmal noch und das ist weg, ne? Jetzt die Frage, ist der Timerball besser? Aber so lange ist der Kampf noch nicht. Ich probiere einen, aber ja. Oh, schade. Das war so knapp. Das stirbt jetzt. Und dann? Läuft da noch eins irgendwo rum, oder? Ja, das ist so ärgerlich. Was mache ich denn da jetzt? Was mache ich da jetzt? Was soll ich tun? Hätte ich einfach früher aufhören sollen anzugreifen. Das ist halt... Aber da schneit's nicht immer, oder? Was mache ich denn jetzt? Kann das da wieder erscheinen? Ich bin gerade sehr aufgeschmissen. Oder muss ich neu laden? Hm. Ich sollte, bevor ich so ein Pokémon mir... Okay, ich mache kurz einen Cut. Ich lade das Spiel neu und guck mal, wo es mich hinwirft. Und dann probieren wir das nochmal. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich glaube, wir sind direkt im Bett. Im Bett des Giganten wieder einfach neu gestartet. Muss ich aufpassen. Das war irgendwo hier, ne? Tauchte. Ja, okay. Das taucht hier auf. Sehr gut. Und nochmal, auf ein neues. Das kann sich jetzt halt auch wieder ein paar Folgen hinziehen, weil der Schnee macht es nicht einfacher. Ich weiß nicht. Man kann den Schnee bestimmt, wenn ich einen Tag vorspule oder so an der Switch, kann ich den bestimmt umgehen. Müsste ich dann halt mal ausprobieren, ob das wirklich klappt. Okay, das wäre... Ach, wäre das... gerade der glücklichste Moment ever gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, wir fangen wieder an, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wieso macht es Nahkampf? Warum tut es das jetzt? Was habe ich dir getan? Gar nichts habe ich dir getan.
Das einzig Gute, ich weiß halt nicht, ob man die hier überhaupt in Shiny finden kann. Das einzig Gute, was passieren kann bei dem ständigen Neuladen, wenn ich es nicht fange, dass es ein Shiny auftaucht, ne? Das weiß ich halt aber nicht, ob das überhaupt möglich ist. Das ist ja immer so ein Ding. Keine Ahnung. Aber gut, wir machen tapfer weiter. Wir holen uns jetzt die letzten legendären Pokémon auch noch, damit wir dieses DLC erfolgreich als beendet verbuchen können. Das kriegen wir hin. Jetzt ist die Frage. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch... Ach, wir verheilen uns einfach nochmal. Wir lassen ein paar Runden vergehen, indem wir uns heilen. Und fangen dann gleich langsam an, mit Bällen zu werfen. Und ansonsten, wenn ich nochmal neu lade, werde ich die Switch einfach zeitlich umstellen. Und dann schauen wir mal, ob das wirklich irgendwas am Wetter macht. Weil wenn die Hagelkörner nicht sind, ist es vielleicht doch ein bisschen angenehmer. Wenn ich da nicht Angst haben muss, dass es halt so schnell stirbt an irgendwas. Ja. Jap, jap, jap. Einmal überlebst das vielleicht noch. Einmal vielleicht noch, aber dann haben wir gelitten wieder. Ja. Jep, 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 jep. Ach, na toll. Ist ja super klasse. Ist ja super klasse. Jetzt sinkt auch noch seine Verteidigung, ne? Hagelkörner, überlebst das noch? Gerade so. Ich habe jetzt halt wirklich nichts Besseres mehr. Entweder fange ich es jetzt oder es stirbt, ne? Das war ein kurzer Versuch. Ja, das war wieder... Ich stelle einfach mal die Zeit um. Machen wir es einfach mal so. Und dann hoffe ich, dass vielleicht der Schnee weg ist. Ich weiß nicht, ob der hier Pflicht ist oder ob... Doch, es gibt hier auch Wetterwechsel, oder? Das ist so ein Quatsch. Level 21 würde Cosmog direkt werden. Das ist wundervoll. Okay, also, ich mache noch einen kurzen Cut wie beim letzten Mal. Wir sehen uns gleich wieder und dann ist hoffentlich der Schnee weg. Bis gleich. So, da sind wir und es regnet. Es regnet. Alles, was wir bekommen, ist Regen. Und ich finde es gerade toll, dass das geklappt hat. So wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Regen, damit kommen wir, ich hoffe, das fängt jetzt da hinten nicht wieder an zu schneien. Aber der Regen macht mir große Hoffnung gerade, dass wir das vielleicht jetzt sogar in der Folge noch schaffen können. Wenn wir es einfach nur ganz vorsichtig, jetzt ist halt die Frage, ob wir es weit genug nach unten hauen können. Ohne, dass es uns wegstirbt. Das ist so, dass das jetzt die, wie heißt das? Herausforderung. Das jetzt irgendwie halt einfach lebend zu fangen. So, da ist es. Wir überraschen es. Bam. Aber so schwer, also wenn ich von denen in irgendeiner Form jetzt, ja, ganz zufällig ein Shiny sehe, dann kommt der Meisterball auf jeden Fall ins Spiel. So, ein Flottball natürlich. Wo ist eigentlich mein Meisterball? Da hinten. Ah ja. Aber der Regen, den finde ich besser. Ich kann ja hoffen. Also die Hoffnung, die stirbt bei mir nie, dass diese Flottbälle auch einfach mal funktionieren. So. Und ein Energieball. Und warum? Ich muss wieder viel zu oft heilen. Das ist ja schrecklich. Boah, einen mache ich noch, aber dann habe ich Angst, bin ich ehrlich. Dann habe ich Angst. Dann weiß ich wieder nicht, was ich machen soll. Es ist rot. Jetzt werfe ich Bälle.
Und wir hoffen dann einfach in, ja, spätestens 10 Minuten, dass der Timerball regelt. Und wir es dann fangen können. Aber es ist sehr ärgerlich, dass sich das so in die Länge zieht. Das muss nicht sein. Das ist schade. Das finde ich doof. Aber immerhin weiß ich, wonach ich Ausschau halten muss an Pokémon etwa. Ich erkenne Legendäre auf jeden Fall. Das ist gut. Ich kann halt jetzt nichts mehr draufpacken. Also jetzt ist, glaube ich, wirklich alles so stark, dass es töten würde. Weil meine Pokémon halt einfach so überlevelt sind. Wir können halt nochmal so einen Levelball probieren. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der mir was bringt. Es sind halt nicht so viele Level am Ende. Aber wir können es probieren. Warum nicht? Ich bin offen für alles. Na, das ist sehr ärgerlich jetzt. Das ist sehr ärgerlich. Das finde ich kacke. I don't like this. Komm, dann kommst du mal raus. Wir können in der Zwischenzeit... wir müssen Schlappfell halt wiederbeleben. Das würde ich echt gern machen. Haben wir einen Top-Beleber? 5. Da benutze ich jetzt gerade mal einen. Weil der ist halt echt viele Level drüber. Der ist fast 20 Level drüber. Da hoffe ich halt, dass dann vielleicht... dieser Levelball hilft. Heieiei! So, wo haben wir den denn? Wo war der denn? Welcher war das? Der Levelball. Ein Ball, mit dem sich Pokémon umso leichter fangen, je niedriger ihr Level in... Wir haben einen. Wenn ich neu laden muss, habe ich den eh wieder. Ja gut, schade. Das wäre es jetzt gewesen. Ich hätte immer noch gern diesen schweren Ball zurück. Aber ich glaube, so schwer ist das Pokémon nicht. Mit niedrig, aber das ist halt kein niedriges Level. Das ist kein Käfer-Pokémon, das ist voll schade. Wieso probieren wir den nicht einfach mal? Wir probieren jetzt einfach jeden Ball mal aus. Okay, der ist auch nicht richtig. Alles, wovon wir mehr als einen Ball haben. Oh, das tut so weh. Hör auf jetzt. Ich will nicht ständig meine Tränke benutzen. Die Folge wird schon wieder zu lang, ne? Das finde ich echt ärgerlich. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten ärgert. Dass das so lang dauert. Dass das länger dauert, als es dauern müsste. Ja gut, dann nochmal Hyperbälle. Gönnt mir doch mal. Es gönnt mir nicht. Hör auf! Gönne mir jetzt! Das kann doch nicht sein! Wieso ist dieser Tag so verflucht? Das ist alles verflucht. Ich bin verflucht. Komm schon! Überlegen, ob ich für das letzte, egal welches das ist, das letzte Legendäre, das wir in diesem Spiel sehen, da würde ich den Meisterball benutzen. Einfach damit das einfach kein Thema ist. Dass es einfach gefangen wird. Punkt. Ich will doch einfach nur diese Pokémon fangen. Ich will dieses dumme DLC beenden. Ich
hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Wir probieren die Timerbälle. Die waren irgendwie am vielversprechendsten bisher. Oh, dankeschön. Die Aura von Bisaflor hat Wunder gewirkt. Dankeschön. Level 21 für Cosmog. Sehr schön. So, zwei Stück noch. Wir haben das Wiesen-Pokémon. Es täuscht seine Gegner mit flinken Bewegungen, um sie dann blitzartig anzugreifen und ohne jede Gnade mit seinen Hörnern aufzuschlitzen. In die Box mit dir, da wo du hingehörst. Wobei, warte, wir gucken es uns mal kurz an. Wir gucken es uns mal ganz kurz an, okay? Ganz, ganz sneaky. Schauen wir mal, was kannst du? Du bist Pflanzkampf. Das hat hohe Verteidigung. 140, 150. Schon krasser, was Kampf angeht, richtig? Ja, komm, wir lassen es so, wie es ist. Wir lassen es so, wie es ist. Ja. Gut, ich gehe mich heilen. Ich mache mich ready für das nächste legendäre Pokémon. Und ich würde sagen, ja, das war's für diese Folge. Ich danke euch allen wie immer fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüss.